Täglich starten und landen hier mehr als 1250 Flugzeuge. Für Piloten, die eine Langstrecke hinter sich haben, heißt es nach der Landung Feierabend. Doch wer Kurzstrecken innerhalb Deutschlands oder Europas fliegt, hat bis zu 5 Flüge pro Tag. Eine dieser Kurzstreckenpiloten ist Susanne Hertneck. Vor ihr liegt eine 3-Tages-Tour mit insgesamt 10 Flügen. Sie soll von Frankfurt nach Paris fliegen, dann zurück nach Frankfurt, von dort nach Bilbao in Spanien und wieder nach Frankfurt. Dann nach Genf, Graz und Turin. Jeweils mit Rückreise nach Frankfurt. Es ist Dienstag, 14 Uhr, Schichtbeginn. Die erste Aufgabe heute, Flugroutenplanung. Guten Tag. Fliegen Sie nach Paris? Guten Tag. Susanne Hertneck. Ja, Ulrich Pade. Nach Paris, ne? Genau. Uli Pade ist Kapitän. Susanne Hertneck, erster Offizier. Wir können uns gerne duzen, ne? Wunderbar. Uli, nur selten kennt man sich. Okay, kein Wunder bei 3300 Piloten, so, die für die Lufthansa arbeiten. Drei Tage lang sind sie ein Team. Dann haben sie 48 Stunden frei. Und darauf folgt der nächste 3- bis 5-tägige Einsatz. Allerdings mit anderen Kollegen. Am Gate beginnt bereits das Check-in für den Paris-Flug. Und wo ist bitte Ihr Ticket? Ein Wort kann ich ja. Paris-Frankfurt. Das ist Paris-Frankfurt. Frankfurt-Mexico City, no? Nein, das ist Ihr Rückflugticket. I need Frankfurt-Paris. Do you have it somewhere for me? No. You have it just this? Nothing else? Nothing else? In your bag? Nothing? No. Then we have a problem. Dann haben wir ein Problem. No ticket, no go. Die beiden Piloten sind unterdessen unterwegs, um zum ersten Mal die 4 Flugbegleiter zu treffen, mit denen sie die nächsten 3 Tage zusammenarbeiten werden. Hallo. Ulrich Pade, schönen Tag. Sylvie Rosenhahn ist die Purserette, die Chefin der Kabinencrew. Wie üblich werden Sicherheitsfragen besprochen. Wunderbar. Wir haben jetzt eine 3-Tages-Tour zusammen. Ich will heute ganz kurz auf eine Sache eingehen, das ist das Durchstarten. Wird häufiger als schon zu den Notverfahren zählend gerechnet, ist aber nicht so. Ja? Wir sind ja im Endanflug schon und dann sitzt man so da und die Motoren haben so ein Geräusch. Niveau, was man dann schon so kennt vom Anflug. Ne? Und dann wird es plötzlich wieder laut. Und dann fühlt man natürlich auch, dass es steil wieder nach oben geht. Ne? Das ist dann immer so ein bisschen ein Moment, wo man wahrscheinlich da sitzt und überlegt sich nur, was passiert jetzt. Man muss sich grundsätzlich vorstellen, wenn man es so erlebt, dass, sagen wir mal, das wieder in den Himmel fliegen, das sicherere ist. Gerade ist eine Boeing 737 in Frankfurt gelandet, die das Team übernehmen wird, um nach Paris zu fliegen, der ersten Station ihres 3-Tage-Trips. Guten Tag. Guten Tag. Oh Gott, bei mir sieht es aber leer aus. Ja. Damit soll ich fliegen? Ja, das sieht auch nicht schlecht aus. Der sieht heiß aus. Ja, ne? Ist alles mal drin, was wir haben dann. Anlass für die Verwunderung ist das ausgebaute Navigationsgerät, ohne das man nicht fliegen kann. Doch Ersatz ist bereits unterwegs. Ein Techniker tauscht den Monitor aus. Moin, hallo. Die Kollegen, die zuvor den Jet flogen, haben die Bildqualität beanstandet. Auf die Bücher. Uli? Ja? Willst du so lange schon mal Outside-Check machen? Mach ich. Beim Außencheck wird unter anderem überprüft, ob ein Vogel in das Triebwerk geraten ist. Hey, ihr braucht da Sprit, oder? Bitte? Der war ja schon da, der Tanker. Ich frag sie gleich mal. War der Tanker schon da? Hydraulik ist klar. War er schon da, ja. Noch 45 Minuten bis zum Start. Der Flug nach Paris, Charles de Gaulle, ist bereits aufgerufen. I'm sure it's somewhere, it's always irgendwo somewhere. Findet sich das Ticket immer. Sie haben eine Frage? Yeah. Yes, Ticket, yes, go. Perfect. It's very easy. Excellent. Und hier ist der gewünschte Fensterplatz. Einsteigen in 15 Minuten. Aber es fehlen noch Passagiere. Eine Familie sitzt noch in einem Jumbo aus Tokio, der erst im Landeanflug auf Frankfurt ist. Ja, sitzen alle ganz hinten. Wenn Sie den Weg kennen, könnten Sie es schaffen? Nein, sitzen 40 und 50 in dem Jumbo, also wie die draußen sind. Brauchst du mal vom Gate draußen, können wir anfangen. Ach so. Danke, tschüss. Also es dauert noch ein bisschen. Die haben noch Techniker an Bord. Die beiden Piloten lassen sich von den Reparaturarbeiten nicht aus der Ruhe bringen. Ja, das Flugzeug stand ja jetzt schon 1,5 Stunden und solche Zeiträume werden dann eben genutzt, um kleinere
aus, kleinere Dinge eben auszurufen. Wie beim Auto auch. Wenn Sie Probleme haben mit dem Tacho, kommt der Mechaniker und macht einen neuen rein, fertig. Der fehlende Monitor ist installiert. Das Einsteigen kann pünktlich beginnen. Meine Damen und Herren, noch einmal, wir bitten nun letztmalig alle Passagiere gebucht nach Paris, sich nun unverzüglich zum Ausgang zu begeben. Wir schließen den Flug in Kürze. Vielen Dank. Bleibt die Frage, ob die Familie aus Asien ihren Anschlussflug nach Paris noch schafft. Und tatsächlich, die drei tauchen in letzter Minute auf. Wunderbar, gehen Sie doch bitte gleich zu meiner Kollegin. Dankeschön. Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Silvi Rosenhahn. Ich bin Gepäckträgerin heute auf Ihrem Flug und darf Sie auch recht herzlich willkommen heißen. Cabin Attendants, all doors in flight. Dankeschön. All doors in flight. Eine Durchsage, die jeder Fluggast vor dem Start hört. Was heißt das, all doors in flight? Das heißt, dass die Rutschen jetzt eingehängt werden, sodass das Flugzeug also auch ohne Treppen verlassen werden kann. Sprich, wenn der Finger alle Treppen weg sind vom Flugzeug, werden die Rutschen eingehängt, um eben im Notfall gewährleisten zu können, dass man möglichst schnell rausrutschen kann. Die beiden Piloten gehen unterdessen die Startcheckliste durch. Off. Instruments. 295. 295, wollte mir das. 1011-360. 1011-360, Amtsiskit. On. Autobrake. RTO. FMC. Set. Set. Cockpit check complete, checklist completed. Und Start and Cruise. Und fertig zum Anlassen? Im Cockpit ist man startklar. Nicht so in der Kabine. Die Aufregung beim schnellen Flugzeugwechsel war für den kleinen Jungen wohl zu viel. Noch vor dem Start hat er sich übergeben. Flugbegleiter James Hewlett eilt zur Hilfe. Was zum Spiel? Das Flugzeug rollt bereits in Richtung Startbahn. Schnell ein Spielzeug und den Rest sofort wieder verstauen. Denn zum Start müssen auch die Flugbegleiter angeschnallt sein. Über Bordtelefon spricht Silvi Rosenhahn mit den beiden anderen Flugbegleitern, die sich hinten um die Economy-Klasse kümmern. Ja, hallo Silvi, eins links. War euch alles klar? Kann ich klar melden? Okay, danke, ciao. So. Das noch. Was war mit dem Kind? Es ist halt anscheinend zu viel gegessen gerade. Aber schreiben wir gleich noch Kaffee drauf, würde ich sagen. Weil da habe ich jetzt noch drauf. Dann gleich noch mal weg. Um 16.01 Uhr hebt Flugkapitän Uli Pade auf der Bahn 18 ab zur ersten Station des 3-Tage-Trips. Nach Paris, Flughafen Charles de Gaulle. Flugbegleiter James Hewlett kümmert sich um einen kleinen Jungen. Das ist ein kleiner Flugbegleiter-Trick. Wenn wir eben halt Erbrochenes haben, das müssen wir eben halt erstens sicherstellen, dass es dem Kind jetzt gut geht, aber zweitens eben halt, dass die umsitzenden Gäste eben halt auch nichts davon mitbekommen. Und damit es nicht so riecht, haben wir eben halt den Kaffee, den reißen wir auf und streuen den da drüber. Das ist dann wie in einer Parfümerie, da sind ja auch Kaffeebohnen, das ist ein Neutralisator und dann riecht man nichts mehr davon. Und das ist unser Tipp. Der kleine Fluggast mit Magenproblemen heißt Russell, kommt aus Indonesien und ist 3 Jahre alt. Mit seinen Eltern ist er unterwegs auf einwöchiger Europatour. Heute geht es nach Disneyland Paris, von dort aus weiter nach London, Frankfurt und Nürnberg. Im Cockpit besprechen die beiden Piloten bereits, welchen Rollweg sie am Flughafen Charles de Gaulle von der Landebahn zur Parkposition am Gate nehmen sollen. Da ist der hier bei Delta das Stück hier geschlossen. Also wäre es ganz gut, wenn wir diesen Yankee 7 kriegen würden, ne? Ja, genau, Yankee 7 und dann hier so raus. Wobei die in dem Delta-Loop auch schon angefangen hatten zu buddeln. Ja, aber da kann man auch nicht durch nach der Zeichnung, guck mal. Bitte? Hier kannst du nicht durch. Nur auf Bravo geht's. Da ist in der Zeit gerade Bauarbeiten an den Rollwegen des Flugplatzes statt, deswegen haben wir hier eine entsprechende Karte dafür. Das ist wie beispielsweise, wenn eben an der Autobahn ein Stück gebaut wird und der Verkehr entsprechend außenrum geleitet wird. Deswegen haben wir diese Karte hier, da steht genau drauf, was geschlossen ist und wir müssen dann dementsprechend außenrum rollen. Der Flug Frankfurt-Paris dauert nur eine knappe Stunde. Für die Flugbegleiter bleibt kaum Zeit zu servieren. In der Economy Class gibt's nur Brötchen. Aber in der teuren Business-Klasse wird richtig aufgetischt.
Jemand hat hier ein Kindermenü vorbestellt. Es ist Russell und der hat tatsächlich schon wieder einen gesunden Appetit. Die Boeing 737 sinkt zum Anflug auf Paris. Während Sylvie Rosenhahn die Gäste bittet, sich anzuschnallen, ändert Kapitän Ulipade die Trimmung, also die Balance des Flugzeuges, indem er per Knopfdruck Gewichte verlagert. Nach 50 Minuten Flug landen sie auf dem Flughafen Charles de Gaulle. 50, 40, 30, 20, 10. Touchdown. Und sofort den Umkehrschub aktivieren, das Flugzeug abbremsen und den richtigen Rollweg zum Gate finden. Auch hier ist wieder Teamarbeit gefragt. Und um 16.57 Uhr heißt es, Triebwerke abgestellt, die Fluggäste können aussteigen. Bye. Während die Passagiere das Flugzeug verlassen, wird auf der anderen Seite bereits das Essen für den Rückflug angeliefert. Professorette Sylvie Rosenhahn spricht bereits mit der Rampagentin, die sich um alle Belange kümmert, solange das Flugzeug am Boden ist. Wir bräuchten einmal Kabinenreinigung, weil wir haben ein Kind gehabt, das hat gespuckt. Also müssen wir ein bisschen mehr als normal reinigen. Ja, okay. Ja? 25 Minuten haben die Reinigungskräfte, um den Flieger wieder sauber zu bekommen. Gut, also die sind in den letzten Reihen. Zwei Reihen. Die Piloten haben ein paar Minuten Zeit für ihr Abendessen. Weil die Kabine gerade gereinigt wird, essen sie eben im Cockpit. Guten Abend. Schon 30 Minuten nach dem Aussteigen kommen bereits die neuen Gäste für den Flug Paris-Frankfurt. Die Rampagentin zeigt die Sicherungsstifte. Das bedeutet, das Fahrwerk ist nicht mehr blockiert. Jetzt darf das Flugzeug losrollen. Ja. Die Piloten wechseln sich bei jeder Flugstrecke ab. Die 27-jährige Susanne Hertneck fliegt die Boeing von Paris zurück nach Frankfurt. Gerade mal 40 Minuten waren sie in Paris. Immerhin gibt es nach dem Start einen Blick auf den Eiffelturm, wenn auch nur einen verschwommen. Das ist sozusagen mein Kindheitstraum gewesen. Meine Eltern sagen, das hätte ich bereits mit 4 oder 5 Jahren gesagt. Und daran kann ich mich persönlich zwar nicht mehr erinnern. Ich habe dann mit 15 Jahren das Segelfliegen angefangen. Das hat mich sehr fasziniert. Und über die Segelfliegerei habe ich den Weg weiter verfolgt. Also nach dem Abitur habe ich mich direkt bei der Lufthansa beworben als Pilotin. Dann habe ich auch die Ausbildung direkt 1995 begonnen. Die dauert 2 Jahre lang. Und danach habe ich das Type Rating auf der 737 gemacht, also die Musterberechtigung. Muster bedeutet Flugzeugtyp. Susanne Hertneck wurde speziell für die Kurzstrecke ausgebildet. 100. 50 Minuten nach dem Start in Paris landen sie wieder in Frankfurt. Die Pilotin bremst die 737 zügig herunter, um schneller am Gate zu sein. Das war spitze, weil wir haben einen Swing noch gemacht. Das hat uns jetzt 5 Minuten gespart, wenn es nicht sogar 10 sind. Das war hammermäßig gut. Nächstes Mal. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen in Frankfurt. 18.56 Uhr. Nicht nur die Passagiere können aussteigen, auch die 6-köpfige Crew hat eine Stunde Pause. Zeit, um in das Flugbetriebszentrum zu fahren. Ganz, ganz verbindlich um 8, gell? Ja, also. Oben, ja? Ja, oben. Oben war der Abfahrt. Flugbegleiter James Hewlett nutzt die Pause, um seinen Einsatzplan für den nächsten Monat zu prüfen. Wann fliegt er wohin und wann hat er frei? Vor der Crew liegt jetzt ein 2-Stunden-Flug von Frankfurt nach Bilbao in Spanien. Dort werden sie auch übernachten. Yvonne Hermes bereitet schon alles für die Cocktailstunde vor, wie der erste Service nach dem Start genannt wird. Flugbegleiter James muss die Business Class vergrößern. Er schiebt den Vorhang nach hinten und zieht die Sitzreihen auseinander. Statt 6 hat jetzt eine Reihe nur 5 Sitze und die teuren Gäste haben mehr Platz. 21 Uhr. Die Piloten wollen auf keinen Fall zu spät aus Frankfurt wegkommen. Sie müssen unbedingt planmäßig um 23.30 Uhr in Bilbao landen. Der Flughafen macht zu abends. Und wir kommen dann, wir haben noch 10 Minuten bis vor Schließen des Airports. Und wenn er das macht?
dann kann man requesten, dass man später kommt. Das muss man im Vorfeld tun. Also man muss vorher zeitig Bescheid sagen. 30 Minuten vorher muss man Bescheid sagen. Das wird jetzt nicht mehr angenommen. Also sprich, in Flight müssten wir dann sagen, falls es nicht klappt, müssten wir in Flight sagen, hallo Leute, wir kommen später. Dann wird es noch akzeptiert, kostet dann aber erhebliches Geld. Und dann sind wir natürlich dann interessiert, da pünktlich anzukommen. So. Vor dieser Zeit. Gut, dann würde ich sagen, wir tanken uns dann ein bisschen was extra, um eventuell ein bisschen tiefer, ein bisschen schneller fliegen zu können. Wenn wir einfach 9 Tonnen nehmen. Ne? Was sind Sie davon? Während die Passagiere nach Bilbao einsteigen, vergleicht Uli Pade über Funk mit dem Rampagenten noch einmal die Anzahl der Fluggäste und die Frachtbeladung. Pax-Abschluss habe ich 23 zu 48. War das 32 zu 48? Nein, 23 zu 48. Ich muss beim Gate nachfragen, weil ich habe hier 32. Kann auch ein Zahlendreher sein, kann auch von mir aus. Ich gucke aber auch nochmal nach. Wir rufen das mal an. Ja, schönen Abend, hier ist Pade nach Bilbao. Ich habe gerade vom Rampagent den Abschluss bekommen. Was haben Sie denn in der Business Class, Anzahl der Leute? 32, weil er mir 23 sagt. Ich glaube, das ist irgendwie ein Verwechsel. Ja. Immer noch Dienstag. Die Boeing verlässt um 21.18 Uhr ihre Parkposition und rollt in Richtung Startbahn. Doch plötzlich taucht ein technisches Problem auf. Okay, ich schau mich ab. Hinter dem Sitz der Co-Pilotin befinden sich die Sicherungen. Eine Anzeige im Cockpit funktioniert nicht mehr. Sollen wir den mal ziehen? Zieh mal raus, ja. In einen Satz mal. Wieder rein. Sehr gut. Der Fehler ist behoben. Können wir so mit leben, ne? Ja. Ein Computersystem, was im Hintergrund arbeitet, hatte sich der Computer quasi aufgehängt und wir haben kurz ein Reset von dem Computer gemacht. Und dadurch ist die Anzeige, die wir hier brauchen, wieder normal. Sollen wir die Essen schon mal anmachen oder machen wir Cocktail-Service? Nee, wir machen die Essen schon mal 10 Minuten an und überlegen uns dann, was wir genau tun. So, okay, alles gut. 21.22 Uhr. Nach Bilbao brauchen sie 2 Stunden. Landung wäre also um 23.20 Uhr. Und 10 Minuten später schließt auch der Flughafen. Das wird knapp. Cocktailstunde. Kurz nach dem Start sollen die ersten Getränke serviert werden. Einfach so mal los. Aha. Guck mal an, wie lange das dauert und was es ist. Gehen die Anschnallzeichen wieder an, das heißt, das Wetter ist nicht so optimal. Es ist auch für uns gefährlich, jetzt hier zu stehen. Und deswegen müssten wir eigentlich jetzt alles wegräumen. Warten jetzt aber einfach nochmal ab. Also er kann auch ganz ausfallen, bei so einer Flugzeit jetzt nicht. Aber Paris oder so muss man dann schon sagen, okay, sorry. Meine Damen und Herren, wir durchfliegen eine Zone unruhigen Wetters und möchten Sie deshalb darum bitten, sich zu vergewissern, dass der Sicherheitsgurt geschlossen ist. Und wir werden auch noch ein bisschen warten, um mit dem Service anzufangen und hoffen auf Ihr Verständnis. Vielen Dank. Es bleibt ziemlich unruhig. Auch die Flugbegleiter müssen sich anschnallen. Kapitän Ulrich Pade sucht derweil eine ruhigere Flughöhe. Natürlich in Funkabsprache mit der Flugsicherung. Mit einer halben Stunde Verspätung beginnt der Service. In der Business Class reisen viele Geschäftsleute aus der Automobilindustrie, denn in Bilbao sitzen große europäische Zulieferfirmen. Oft kennen sich Crew und Passagiere von früheren Flügen. Normalerweise fliege ich Dienstagnachmittags oder Montagsabend. Und ich fliege zurück Donnerstagabend oder Freitagabend. Das kommt auf welche Probleme ich treffe dort oder nicht. Aber jetzt nicht. Normalerweise ja, ich kenne viele Leute. Die Piloten haben richtig Gas gegeben. Um 23.05 Uhr landet die Boeing in Bilbao. Sie haben sogar Zeit gut gemacht. Der Flughafen muss nicht extra gegen hohe Gebühren offen gehalten werden. 30, 20, 10.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen in Bilbao. Bitte bleiben Sie gemeinsam mit uns noch so lange angeschnallt sitzen, bis die Anschnallzeichen über Ihnen ausgeschaltet werden. Seit 10 Stunden sind Sie jetzt im Einsatz. Ein ganz normaler Arbeitstag in einem Kurzstreckenflugzeug geht zu Ende. Uli Pade muss nur noch die Trimgewichte in die Ausgangsposition kurbeln, dann heißt es endlich Feierabend. Kevin Richter macht den letzten Check in der Kabine. Okay, Kabine leer. Nichts in den Schränken. So, gut. Feierabend. Erst kurz vor Mitternacht erreicht die Crew ihr Hotel in Bilbao. Mittwoch, Tag Nummer 2, morgens um 9 vor dem Guggenheim Museum in Bilbao. Die beiden Piloten Susanne und Uli sowie die Personal Sylvie sind unterwegs in geheimer Mission. Ein ganz toller Laden hier, oder? Hola. Oder? We're looking for a cake? So eine vielleicht? Wegen der Schokolade? Schokolade? Mousse. Mousse? Ah, Mousse ist drin, also auch Sahne. Es quando? Los todos? 20 euros. Más o menos. 20 euros? Sí. Un kilo. Ach, die macht das nach Gewicht, genau. Ja. Die wiegt den einfach und danach auch macht sie den Preis. Das heißt, eine Kerze ersparen. Ja. Okay. L'unico. L'unico. Ah, muy bien. Und damit ist das Geheimnis gelüftet. Die drei kaufen eine Geburtstagstorte für Flugbegleiter Kevin Richter, der heute 25 wird. Und schon eine Stunde später geht es in Uniform wieder Richtung Flughafen. Wir fliegen von Bilbao nach Frankfurt. Von Frankfurt geht es dann weiter nach Graz. Von Graz wieder nach Frankfurt und von Frankfurt nach Genf. Es kann aber zwischendrin auch durchaus sein, dass wir dort wieder einen Flugzeugwechsel haben. Das heißt, wenn wir jetzt beispielsweise in Frankfurt wieder ankommen aus Bilbao, kann es sein, dass wir ein anderes Flugzeug bekommen, mit dem wir dann nach Graz hin und her fliegen. Der Flughafen von Bilbao. Dort wartet bereits eine 737 mit dem Namen Heppenheim auf ihren nächsten Einsatz. Die Heppenheim wurde von einer anderen Crew nach Bilbao geflogen. Dieses Team hat jetzt 12 Stunden Ruhezeit. Die 737 Anklam, mit der Uli Pade und Susanne Hertneck gestern Nacht landeten, hob bereits um 6 Uhr früh nach Frankfurt ab. In der Kabine der Heppenheim gibt es erstmal ein improvisiertes Wetter- und Flugbriefing. Dann haben wir heute noch eine kleine Überraschung. So. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, lieber Kevin. Happy birthday to you. So, jetzt musst du schnell ausblasen. Aber alle auf einmal. Ja. Danke. Alles Gute zum Geburtstag. Dankeschön. Ja. Genau, Kuchen machen wir vielleicht später. All die beiden, ich würde sagen, in circa 5 Minuten, wenn wir einschalten. Keine Zeit zum Kuchenessen. Susanne Hertneck überprüft routinemäßig das Bugfahrwerk, ob Hydrauliköl leckt. Yvonne Hermes begrüßt die Passagiere in der Economy-Klasse. Wenn die Person, die in der Mitte steht und die Gäste begrüßt, muss normalerweise keine Vorführung machen. Mhm. Und bei uns ist es ganz praktisch, wenn ich mache nicht so gerne Schwimmweste. Er macht es eigentlich so ganz gerne. Also ich stehe ungern im Mittelgang. Mhm. Und daher helfe sie beim Einweisen. Dafür mache ich dann lieber die Vorführung. Die manchmal etwas frustrierend ist, wenn die Passagiere hinter ihren Zeitungen verschwinden oder bereits im Tiefschlaf sind. Aber die Demonstration ist nun mal Pflicht. Die sich in der Sitztasche vor Ihnen befindet. Unmittelbar bevor Sie das Flugzeug verlassen, ziehen Sie an den roten Griffen. Jetzt kommt er. Kollege, wir warten auf dich. Kein Problem. Nicht da hinsetzen. Jetzt heißt es warten, bis die Krähe sich bequemt, wieder wegzufliegen. Mittwoch, zweiter Tag, 13.08 Uhr. Start frei für den Flug Bilbao-Frankfurt.
vor und hinter Kapitän Pade weitere Flugzeuge. Es ist viel los in der Luft. Traffic. Die Computerstimme warnt vor anderen Flugzeugen, die eventuell denselben Kurs haben. Daher halten die beiden Piloten intensiv Ausschau und beobachten die Instrumente. Und so weiß Uli Pade, dass noch zwei weitere Flugzeuge in der Nähe sind, aber genügend Abstand zu ihnen haben. Dennoch kontrolliert er lieber einmal zu viel. Also wir sind drei und wir sind zwei below, also ist kein Problem bei Treffen. Wir steigen weiter. Die Fluglotsen weisen jedem Flugzeug eine eigene Höhe zu. Es kommt hinzu, dass wir als Piloten auch noch einen Lookout machen. Also wir gucken wirklich aus dem Fenster quasi raus, wenn wir unter visuellen Sichtbedingungen fliegen, um mit keinem anderen zusammenzustoßen. Und wir haben seit einigen Jahren auch noch ein elektronisches System, das unterstützt uns bei der Erkennung von anderen Flugzeugen. Brötchen verteilen in der Touristenklasse. Yvonne Hermes ist 22 und arbeitet seit 3 Jahren als Flugbegleiterin. Seit einem Jahr studiert sie außerdem Jura an der Uni Frankfurt. Nach knapp 2 Stunden Flug sind sie wieder in Frankfurt. Es ist 14.56 Uhr. Die erste von 4 Landungen heute. Immer wieder muss Uli Pade seitliche Böen korrigieren. Also in Parkposition wird der Jet um 14.59 Uhr sein. Danach haben sie 1 Stunde Pause. Darauf folgt ein Flug nach Graz. 3 Stunden später geht es von Graz zurück nach Frankfurt. Inzwischen ist es Mittwoch, 19 Uhr. Das Kurzstreckenteam ist wieder in Frankfurt. Der letzte Flug an Tag Nummer 2 steht an. Ziel ist Genf. Jedes Verkehrsflugzeug befördert nicht nur Passagiere, sondern auch Fracht. Dürfen Sie gerade mal fragen, was denn alles nach Genf jetzt geladen wird? Ja, etwas Fracht. Gefährliche Güter sollen nachher noch kommen und Post. Und dann halt die Koffer zum Schluss. Ja. Die kommen dann vorne drauf. In einem extra Laderaum die gefährliche Fracht. Es sind medizinische Stoffe, die besonders sorgfältig gepackt werden. Produkte, die schädlich für Passagiere sein könnten, werden in eigenen Frachtmaschinen geflogen. Die 7. Durchsage für Sicherheitshinweise in 1,5 Tagen. Silvi Rosenthal fliegt bereits seit 17 Jahren. Die kann man fast im Schlaf, obwohl man trotzdem manchmal gedanklich dann woanders ist und sich dann irgendwie doch verhaspelt. Also das kommt immer wieder vor. Nach Genf ist es nur ein kurzer Hüpfer von einer knappen Stunde. Aber zurück geht es heute nicht mehr. 12 Stunden Einsatz, 5.900 Kilometer geflogen, 4 Starts und 4 Landungen. Das reicht für einen Arbeitstag. Genf. Endlich Feierabend. Und der Stationsleiter bringt wichtige Nachrichten von der Außenwelt. Deutschland 4-2-0, aber ich weiß nicht, ob den geht. Schon. Nicht schlecht, oder? Ja. Dann haben wir es gut hier erhalten. Bitte an Höfe. Donnerstag, Tag 3, 9 Uhr morgens. In Genf gibt es keine geheime Mission. Darum macht die Crew einen gemeinsamen Stadtbummel. Das war ganz teuer. Nee, wir müssen 2,20 Franken zahlen. Das weiß ich heute mit dem A. Jetzt Korrektion. A, ganz wenig. Korrektion B. Auch am Boden bleiben sie bei der gewohnten Rollenverteilung. Die Navigation übernehmen die beiden Piloten und um das Catering kümmert sich die 37-jährige Purseret Sylvie. Susanne Hartnick und Uli Pade sind für die 737 ausgebildet und fliegen nur Kurzstrecke. Die Flugbegleiter sind auch für andere Flugzeuge geschult und fliegen daher Langstrecke in ferne Länder. Ich Caracas. Caracas, aber nur den Abholer, gell? Ja, leider. Madame, je pourrais avoir encore un café au lait, s'il vous plaît? Deux, mieux. Oui. Deux cafés au lait? Also keiner von euch hatte Urlaub. Ich habe Urlaub und danach Washington.
Vielen Dank, habt auch noch am Ende. 45 Minuten nach Leo und beim Jesus. Copacabana. Und der Zuckerhut. Ja, das haben wir hier auf Kurzstrecke nicht. Wir mögen uns mit der Fontäne von hier. Ja, genau. Die Fontäne im Genfer See ist den Rio Caracas Washington Fliegern dann doch ein Erinnerungsfoto wert. 13 Uhr. Die Crew besteigt ein Flugzeug in Genf. Doch diesmal steuern nicht Susanne und Uli die Maschine. Sie sind zusammen mit ihrer Crew als Passagiere an Bord. Denn nicht immer können die Dienstpläne so organisiert werden, dass das Team nach der vorgeschriebenen Ruhezeit sofort wieder im Einsatz ist. Sie müssen erst nach Frankfurt. Ja, man vertraut den Kollegen. Man kennt das Ausbildungssystem und damit ist doch Vertrauen gegeben. Da sitzt man ganz entspannt da. Allerdings nicht lange. Denn während des Fluges wird ins Cockpit der Kollegen eine Nachricht übermittelt. Leute, wir fliegen nachher nicht Turin hin und her, sondern wir fliegen nach Warschau. Und zwar mit der 3220. Departure ist 14.25 Uhr. Es könnte sein, dass sagen wir mal, die Maschine nach Turin sehr stark ausgebucht war und dann ein größeres Flugzeug dahin geschickt wird. Und wenn es dann zum Beispiel ein Airbus ist, dann können wir den nicht fliegen, dann fliegt eine andere Crew den. Und wir bekommen dann einen anderen Einsatz. Die 737, die er nach Warschau fliegen soll, ist bereits in Frankfurt. Der Crewbus bringt sie direkt zum Flugzeug. Ihr Gepäck stellen die Piloten und Flugbegleiter selber am Heck des Flugzeuges ab. Und sie bringen auch die Gepäckabschnitte an, damit sie ihren Koffer auch wiederfinden, falls einmal etwas durcheinander kommt. Uli Pade bekommt schon wieder einen Anruf. Ich hatte mir ja den Gehrock bestellt, den hatte ich erst einmal an. Jetzt bin ich froh, wenn es wieder Winter wird, da kann man ihn öfters mal anziehen. Der ist super. Der ist so schön. Schön. Der sieht auch sehr elegant aus. Ja. Das ist richtig schön. Das ist fein. Aber ich finde auch, hast du den Mantel oder die Jacke? Den Mantel. Ja, ja, weil die Jacke ist genial. Die Jacke ist auch toll. Die ja. ist so schön. Der Schock ist ein bisschen rutschig. Das Mantel. Ja. Hat sich jetzt nochmal geändert. Und zwar, ja, es ist irgendwie was durcheinander gelaufen bei denen. Und dann mussten die Turin schnell ändern. Und da waren einige Änderungen hier, da hat es mit den Crews nicht gepasst. Und deshalb ist jetzt mal eine neuerliche Änderung. Wir fliegen also nochmal Graz hin und her. Das ist die 3750, die steht auf Alpha 40. Die India Yankee, 1122 war der Crewbus, ne? 100 Mal schon angerufen. Ja. Ja, schönen Tag, hier ist Pade. Wir bräuchten bitte einen Crewbus auf Bravo 24. Ja. Also weder nach Turin noch nach Warschau. Sie fliegen nach Graz. Ein erneuter Flugzeugwechsel. Guten Tag. Ich hoffe, dass Sie die Papiere für Ihren Flieger noch haben. Wollen wir anders registriert haben? Genau. Wir haben für Eco November haben wir noch keine. Aber die können wir uns per ACAS schicken lassen. Und die Papiere nach für Graz, die haben wir. Okay, die andere Helles haben wir, okay. Ja. Wollen selber überrascht worden sind. Tschüss. 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 Feierabend. Ja, ciao, viel Spaß. Ja, du musst noch wieder nach Hannover, gell? Tschüss. Die Crew, die vor ihnen das Flugzeug geflogen ist, hat jetzt planmäßig Feierabend. Es ist Donnerstag, der dritte Tag, 16.30 Uhr. Der achte von 10 Flügen. Die Passagiere nach Graz rücken an. Wenn Sie so lieb sind, die Flaschen unterm Vordersitz zu verstauen. Ja, ja, das ist lieb. Dankeschön. Ich habe viele Flaschen zu verstauen. Ja, ich sehe es, deswegen sage ich es. Und immer mehr Gäste mit Flaschen steigen ein. An Bord sind nämlich 40 österreichische Weinfreunde, die in Bilbao waren und Rioja-Weingebiete besucht haben. Kein Wunder, dass auf diesem Flug der Wein besonders kritisch geprüft und knapp wird. Einmal im Jahr fahren die Weinliebhaber jeweils in ein anderes Anbaugebiet. In Frankreich, in Portugal, Italien. Und jeder Wein ist ein bisschen anders, jede Landschaft ist anders, die Menschen sind anders, Essen ist anders. Wir bleiben immer die gleichen und immer Spaß, was das Wichtigste ist. Rund 40 Minuten nach dem Start klingt der Funk echt österreichisch. Lufthansa 3750, der Wind 16 für die Grid 5 Knots, kann der 3-5-Center, hier bleiben. 50, 40, 30, 20, 10.
ist um 17.45 Uhr. Startet Susanne Hertnick in Graz zum 10. und letzten Flug ihres dreitägigen Umlaufs. Allerdings mit Verspätung. Der Grund? Überfüllter Luftraum. Dieser sogenannte Slot war jetzt später als unsere planmäßige Abflugzeit. Und deswegen sind wir jetzt in Graz 20 Minuten später aus dem Flugplatz herausgekommen. Deswegen fliegen wir im Moment schnell. Wir fliegen unsere normale Cruising Speed, also Reisegeschwindigkeit, ist ein Dreiviertel der Schallgeschwindigkeit. Jetzt fliegen wir nicht Punkt 74. Also ein Dreiviertel der Schallgeschwindigkeit, sondern Punkt 77. Also so schnell es uns ermöglicht, befinden wir uns im Moment im Anflug auf Frankfurt. Und das ist auch gut so. Denn dieser Geschäftsmann erreicht seinen Anschlussflug nach Nürnberg nur, wenn die Graz-Maschine planmäßig um 20.15 Uhr in Frankfurt landet. Ja, ich hatte eigentlich einen anderen Flug über München nach Nürnberg, aber leider habe ich ihn verpasst. Also ich war selber schuld und deshalb fliege ich ein bisschen umständlich. Aber dafür sehe ich Nürnberg von der Luft aus. Ist auch schön. Bis zur Landung wären es noch 8 Minuten. Doch die Fluglotsen haben einen Strich durch die Rechnung gemacht. Dort werden wir 1 oder 2 Warteschleifen fliegen müssen. Das hat der Controller uns schon angekündigt. Wir haben aus diesem Grunde schon die Geschwindigkeit reduziert. Und damit wird es vielleicht nur ein Pattern werden, ein Orbit. Der Luftraum ist noch voll. Doch kurz darauf kommt die Entwarnung. Unser Holding wurde aufgehoben. Damit sieht es wieder etwas besser aus mit unserer Ankunftszeit. Es war also gut, dass Susanne Hertnick vorher richtig Gas gegeben hat. Ja, dann machen wir Approach Items. Flaps 30, Autobrake 1. Am Horizont schon sichtbar, der Flughafen von Frankfurt. Der Landeanflug beginnt. Jetzt droht keine Warteschleife. Für den Fluggast nach Nürnberg wird es immer knapper. Für mich wird es jetzt knapp, weil ich muss rüber ins andere Terminal, durch den Skyscanner. Und das ist immer geliebt, eine schöne Rennstrecke von mir. Also ich muss mich beeilen. Okay, gut. Der Geschäftsmann hat seinen Anschlussflug mit einer anderen Gesellschaft und muss daher quer durch den ganzen Frankfurter Flughafen hetzen. Obendrein haben sie eine Vorfeldposition. Das heißt, die Passagiere müssen mit dem Bus zum Terminal fahren. Auf Wiedersehen. Und dann das Malheur. Der eilige Fluggast muss umkehren. In der Eile hat er nach dem falschen Jackett in der Bordgarderobe gegriffen. Ist das richtig? Gut, okay, tschüss. Leider verpasst er damit nicht nur den ersten Bus zum Gate, sondern auch seinen Flug nach Nürnberg, obwohl Susanne und Uli pünktlich in Frankfurt waren. Diese 737 fliegt in knapp einer Stunde weiter nach Hannover. Nach 10 Flügen und rund 8.500 Kilometern haben die beiden Piloten und die 4 Flugbegleiter jetzt jeweils 2 Tage frei. Dann geht es in neuer Besetzung wieder weiter. Wieder 72 Stunden lang, kreuz und quer durch Europa.